Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Multivlog. Hallo, ihr Lieben. Für uns geht es heute tatsächlich endlich ins Phantasialand, unser Saisonstart im Phantasialand. Wir übernachten im Hotel und ja, wir nehmen euch mit und gucken mal gemeinsam, was für Neuigkeiten wir entdecken. Genau, seid gespannt, ihr Lieben. Bis gleich. Wir sind jetzt gerade hier in der Tiefgarage vom Hotel Lingbao angekommen. Das Hotel Lingbao ist ein Hotel vom Phantasialand, falls ihr es noch nicht kennt, im Resort. Und ja, hat eine Tiefgarage als einziges Hotel hier. Kann man gut parken. Manchmal ist nichts frei, aber heute haben wir Glück. Scheint nicht so viel los zu sein. Und wir, kommt schon das nächste Auto. Da kommt das nächste Auto und wir checken jetzt erstmal in der Etage über uns bei der Rezeption hier ein. So, wir haben eingecheckt und ich stehe jetzt hier im Hotelgarten vom Hotel Lingbao und ihr seht, es ist wieder Wasser im Teich, aber könnt es gar nicht wissen, da war nämlich leer und der Teich wird wieder aufgefüllt. Ist noch ein bisschen fischlos, aber die kommen bestimmt auch noch irgendwann und wir gehen jetzt mal ab in den Park. Und ein neuer Drache, Pauli aus dem Hotel Lingbao. Na, hast du mit Pauli abgeklatscht? Ja, da ist der andere. Wenn man beim Hoteleingang reinkommt, kommt man direkt hier beim asiatischen Snack vorbei. Und guck mal, was die Karte diese Saison so bietet. Guck mal selber mit rüber. Und nach dem Snackstand, nach der Speisekarte, kommen wir direkt hier zu der ersten Baustelle. Hier, da ist das Takana, das mexikanische, ja, mittlerweile eher Spezialitätenrestaurant, nicht mehr Burgerrestaurant. Kann ich die Karte da auch noch mal gern zeigen. Dann gehen wir gleich noch mal hier rüber. Ja, hier gibt es eher so Wraps und Burritos mittlerweile. Früher gab es hier Burger. Viele trauern dem Burger nach, aber naja, im Europapark hassen alle die Burger, weil es überall zu viele gibt. Und hier gibt es kaum welche und hier trauen sie den Burger nach. Ich glaube, der Mittelweg wäre ganz gut. Ja, so, und hier wird gebaut. Hier scheint ein Dach drüber gemacht. Was wird das? Irgendwie nochmal Plätze zum Essen oder? Wir gucken mal hier nach unten. Vielleicht können wir hier irgendwas erkennen. Ah. Da wird die Wand neu thematisiert beim Ausgang von Chiapas. Hier kann man noch mal gucken. Ja, sehr interessant, was das wird. Ich bin gespannt. Ja, und hier unten ist auch noch ein Podest aufgebaut. Ich glaube, ich vermute mal, dass man hier jetzt von hier oben eine Treppe nach unten bauen wird hier. Ist vielleicht sehr praktisch auch mal, irgendwie was ein bisschen umständlich, mal da runter zu kommen. Ja, und da hinten dreht Taron seine Runden. Und hier kommen wir gleich zu den nächsten Neuheiten. Hier ist der Churro-Stand. Hier gibt es immer noch die alten Churros. Aber hier, wenn man hier rumgeht, hier wurde der Arkadengang neu gestaltet. Ja, das gehört jetzt komplett zu Mexiko. Hier früher konnte man da noch auf den Kaiserplatz gucken. Das haben sie jetzt zugemacht. Neue Lichter, neue Girlanden hier oben. Hier gibt es immer noch Süßigkeiten. Ja. Hier gibt es so Frozen Joghurt. Aber der Gang ist ja mal. Ja, mir gefällt's. Cool. Und hier ist auch die Karte mit den Churros. Es gibt mittlerweile Lotus-Churros mit Cookie- und Cream-Churros, Mix-Churros. Und hier war noch letzte Woche noch was. Da waren die Churros mit Füllung. Die haben sie jetzt hier rausgenommen schon. Wurden die nicht angenommen oder war es so kompliziert, die herzustellen? Schade. Es gab hier Churros mit Füllung. Sind jetzt nicht mehr da. Ja, die erste Neuheit ist schon wieder weg. Ja, und hier ist noch ein Auslass und ich denke mal, dass wir da vielleicht noch eine Außenterrasse bekommen, einen Durchgang. Bin gespannt. Alex sagt gerade, dass irgendwie dieses Extrablatt aus irgendeiner Attraktion stammt hier. Vielleicht von Maus de Chocolat oder ich weiß es nicht. Mir sagt es irgendwie nichts.
Bin mal gespannt, wie lange die Dinger hier hängen bleiben. Die sind nämlich nur mit dem angetackert. Wie ich ja die Menschen kenne, knibbeln das wieder leider alles ab. Wir gehen nachher mal auf die andere Seite und gucken, wo es da hingeht. Aber da müsste, glaube ich, dieser Turm stehen draußen auf der anderen Seite. Naja, schauen wir einfach mal. Aber Fazit, sehr schön gestaltet hier. Und Alex hat noch was entdeckt. Jeder Stand hat jetzt hier auch Hausnummern. Also es ist wie so eine richtige, Straße, so eine Calle Ocho, keine Ahnung, wie in Miami. Da ist die 27 und eine Tür. Ja, macht den Bereich irgendwie immersiver. Ich fand es immer ein bisschen komisch, wenn man hier aus Mexiko hochgekommen ist, dass dann hier man direkt nach Berlin auf den Kaiserplatz geguckt hat. Andere fanden das toll. Ich finde es so besser. Und hier ist auch noch ein Bildschirm mit dem Focaccia-Menü hier nebenan. Der ist, glaube ich, auch neu, der Bildschirm. Jedenfalls habe ich den nicht in Erinnerung, dass der letztes Jahr schon da war. Und apropos neuer Bildschirm, hier ist noch einer, der euch die Richtung anzeigt, wo ihr hingehen müsst, zu den einzelnen Attraktionen. Ich weiß nicht, ob da auch noch Wartezeiten kommen. Kann sein. Und hier neue Sitzgelegenheiten am Ende der neuen Straße durch Mexiko. Eine Allee ist es noch nicht, hier noch keine Bäume hier drumherum. Das ist ja auch neu. Neue Kisten, Fässer. Da, wo wir gerade vorstanden, wo die Plane noch in der Straße waren, nämlich da geht die mexikanische Straße hier durch. Das haben sie alles zugemauert, wie gesagt. Und dieser eine Durchgang, der geht da, der ist da, genau da, wo die Mauer ist zu dem Turm. Bin gespannt, was sie da noch hinbauen werden, warum sie das offen gelassen haben. Na, schauen wir mal. Und momentan ist da noch eine Wand im Weg. Und hier ist der Kaiserplatz. Ja, im Wintertraum war da hinten noch die Tribüne aufgebaut, wo es den Glühwein gab und die Eislauffläche. Jetzt sind wir wieder im Sommermodus. Und ich kann euch was verraten, das Wochenende, das Wetter wird gut. Heute bis zu 18 Grad, morgen Sonnenschein 25 Grad. Das schreit doch nach einer Runde Chiapas, aber ich habe, glaube ich, gesehen, dass Chiapas gar nicht fährt, weil diese Bauarbeiten da sind, dürfen die nicht fahren. Wir gehen mal hier runter. Was ja auch immer wieder jedes Jahr aufs Neue gefragt wird, wie teuer ist das Eis im Phantasialand? Das gut schmeckende, nicht von Langnese stammende Eis, sondern von Giovanni L., glaube ich, heißt die Firma. Eine Kugel 2 Euro, zwei Kugeln 3,60 Euro. Ja, ich glaube, der Preis hat sich jetzt nicht verändert hier. Wir gehen mal weiter durch nach Fantasy. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Was heißt ein bisschen was? Avoras, das neue Kletterparadies, ist geöffnet seit letzter Woche. Es war ja im Winter angekündigt, dass es da im Dezember aufmacht, hat es aber nicht. Aber jetzt ist es offen. Und das schauen wir uns natürlich gleich auch mit euch an. Aber erstmal gehen wir jetzt Fantasy und die hat sich auch was getan direkt hier vorne. Aber das seht ihr jetzt gleich. Und wisst ihr schon, was sich verändert hat? Ich glaube, das ist sehr eindeutig, wenn ihr öfters wart und diese Ecke kennt. Hier stand früher der Wasserspielplatz Octowusi. Ja, den haben sie mal im Erdboden gleich gemacht. Jetzt ist hier eine Art Strand mit Liegestühlen, mit Palmen. Ja. Ich vermute zwar, dass das noch ein Provisorium ist, dass die dann irgendwann hier weiter dran arbeiten werden. Der Schwanensnack ist ja auch nicht mehr so der modernste. Aber zurzeit haben sie es halt als Sitzfläche gemacht. Ja, ist doch gemütlich. Schön. Ich finde, das ist viel offener jetzt hier. Wirkt ja immer so gedrungen. Jetzt fehlt ja noch der Cocktailstand da drüben und dann kann man sich hinsetzen und einen Caipirinha trinken hier. Und hier haben wir die beiden aus dem Fantasyland, Huck und Buddel. Ich weiß nicht, ob das Huck oder Buddel war. Und hier ist jetzt der Eingang zum Kletterturm, Klettervogel Avoras. Sehr präsent, dieses Schild, muss ich sagen. Recht groß. Ja, und hier ist jetzt der Kletterturm. Ist, glaube ich, eher auch für viele Kinder, sehe ich drauf. Aber als Erwachsener darf man da auch drauf. Man kann bis ganz da oben hochklettern. Und hier oben gibt es da Knöpfe und dann bewegt sich der Schnabel von dem Vogel da oben und speit so ein bisschen Wasserdampf. Ja, schöne, coole Erweiterung, auf jeden Fall für Kinder auch. Und Junggebliebene. Ich traue mich da, glaube ich, nicht durchzuklettern, dann habe ich keinen Rücken mehr, meine Knie sind durch. Und neben Avoras ist direkt der Würmling-Express. Wir fahren jetzt eine Runde mit dem Würmling-Express. Ist keine Tradition beim Erstbesuch, könnte aber vielleicht eine werden. Die kleine entspannte Rundfahrt hier, ne Alex? Ja, sehr schön. Das ist ein guter Einstieg, um reinzukommen in den Tag. Das machen wir jetzt, eine Runde mit dem Würmling Express.
Na, da hinten, das ist alles komplett weggerodelt. Wir sitzen jetzt gerade auf dem Wurmling Express, der kleinen entspannten Rundfahrt hier durch den Fantasy-Themenbereich. Dahinter ist die Agoras, der neue Kletterturm. Zeig doch mich. Da, hinter der Alex, ja. Da hinten haben die alles weggerodet tatsächlich. Sämtliche Sträucher. Ja, da wo der neue Beach Club ist. Ja, letzte Saison war da noch alles zugewachsen. Ich bin gespannt, was sie mit der Ecke noch so vorhaben. Aber von Phantasialand wird man ja immer wieder überrascht, dass die sagen nichts, auf einmal ist was da. Das ist richtig. Das ist hier. Aber die... es ist auch irgendwie spannend. Ja, es ist auch spannend. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Europa-Park macht sehr offen, was sie machen. Hier ist es sehr verschlossen. Wie immer, der Mittelweg ist wahrscheinlich das Beste davon. Alex, was hat der Themenbereich? Neue Musik bekommen. Ja, es ist richtig, richtig schöne Musik. Von Imascore wahrscheinlich. Keine nervige. Also war zwar lustig die Musik und fröhlich, aber auf Dauer sehr nervig. Ja, ich glaube, hätte man die so, alte. Ja, ja. Und das ist so eine richtig schöne, beschwingte Fantasy-Musik. Richtig toll. Ja. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir auch gut. War ich zum ersten Mal. Ja, sehr cool. Ja, das war doch ein gemütlicher Einstieg jetzt hier in den Parktag. Sehr ruhig. Und wir haben jetzt vor, eine Runde mit dem Spinning Coaster von Maurer Ride zu fahren, hier mit den Vinyas. 4 und Force. Ich glaube, wir fahren mit der 4 bestimmt, ne? Könnte passieren. Ja, da. Falls ihr die Bahn nicht kennt, das ist eine Doppelanlage. Man kann auch zwei verschiedene Strecken. Die eine ist ein bisschen rasanter und die andere ist eher. Weiß ich gar nicht, wie man es beschreiben kann. Ja, die andere ist bei mir beliebter und die andere ist auch sehr gut, ja. Aber fahre ich nicht so häufig. Genau. So. Wir finden die 4 irgendwie rasanter und actionreicher einfach. Genau, und da gehen wir jetzt hin. Aber wir gehen nicht durch den normalen Eingang, weil diese Warteschlange ist die Warteschlange des Grauens. Die Sauna nenne ich sie auch immer. Oh. Da ist immer so eine Luftfeuchtigkeit und Temperatur und drin. Und schlechte Luft, schlechte. Ja, wir sind ja im Hotel und da bekommt ihr ja auch Quickpässe. Da setzen wir jetzt mal 2 Stück ein. Von den 4, die wir haben. Ja, bevor man dann die Vinyas fahren kann, kommt man erstmal hier in die Wustown-Halle. Die Wust sind ein Volk von so, ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Sieht man die überhaupt mal irgendwo? Oh, da oben fährt die Bahn schon und die Leute schreien ganz laut. Da ist sie. Ja, schöner Spinning Coaster. Macht immer wieder Spaß, finde ich. Auch schön hier in die Halle integriert. In der Mitte steht hier der Tittle Tuttle Tree. Den kann man einfach mal hoch und runter fahren. Auch mal, machen wir nicht so häufig, aber es ist bestimmt eine schöne Aussichtsfahrt, mitten in der Achterbahn zu sein. Und da hinten, da ist der Eingang zur Achterbahn. Und man kann diese Location auch als Event-Location hier mieten. Da werden hier Tische überall aufgebaut und hier kann man noch eine Tanzfläche rausmachen. Da stehen auch schon die Traversen da hinten. Ja, 20 Minuten, nicht mit uns. Wir gehen durch den Quickpass-Eingang. Auf jeden Fall ist das hier der Attraktionsausgang, wo ihr reingehen müsst. Ja, jetzt sind wir schöne Runde mit der Vinyas 4 gefahren, haben uns ordentlich gedreht. Ja, leider ist es im Phantasialand auf den Großattraktionen, die Achterbahn, nicht erlaubt, ja, On-Rides zu drehen, also Fahrtaufnahmen. Auch nicht mit einem Brustgurt und einer Actionkamera. Schade, aber ist halt so. Halten wir uns natürlich dran. Ja. Was denn? Hier, habe ich immer vergessen den Namen. Ach, da ist Feni. Das ist der Drache hier vom Fantasy-Bereich. Ist der einzige weibliche Drache auch hier. Schauen wir uns doch Feni mal an. Hallo Feni. Danke. Ciao. Hier ist übrigens noch die Wolke des Luftpost. Also ein lustiges Rundfahrgeschäft. Das fiel mir der Name nicht ein. Und da steht die gute Saskia und teilt die Leute ein in die Wolke des Luftpost. Ja, die Saskia kennen wir gut. Die arbeitet hier im Phantasialand. Und hier trinken wir nachher noch einen Cocktail irgendwann, wenn es mal eine Cocktailbar gibt. Oh ja. Und da ist noch der lustige Papagei. Ja, ein fliegender Bus quasi.
wie das im Europapark der London Boss, nur anders thematisiert als Papagei halt. Kann ich aber nicht so gut fahren, weil mir da meistens drin schlecht wird. So, Alex, wo gehen wir jetzt hin? Afrika? Wir gehen nach Afrika. Stimmt, da hat sich auch ein bisschen was getan. Hier am Haus der sechs Drachen. Das ist der Shop, wo ihr so allerlei Fernartikel kaufen könnt. Hier oben an der Fassade sind die ganzen Drachen aufgemalt. Bin ich sicher, ob die immer schon da waren. Man geht ja immer so vorbei und guckt eigentlich nicht so an die Wand da oben. Aber es gibt da unter euch auch Phantasialand-Experten. Waren die Drachen da immer schon angemalt da oben? Schreibt das doch mal uns in die Kommentare, das wissen wir wirklich nicht. Wird uns interessieren. Und wir gehen jetzt weiter nach Deep in Africa, in den Themenbereich. Irgendwie kam jetzt mal neulich in den Fanforum das Gerücht auf, dass der Gästeservice hier reingegangen wäre. Nein, der Gästeservice ist immer noch da hinten. Und wir freuen uns darüber, dass immer noch Piraten in 4D im Schauspielhaus läuft. Jedes Jahr wird gesagt, das ist bestimmt die letzte Saison, wo dieser sehr alte Film noch läuft. Aber er ist immer noch da. Spoiler Alert, die Geisterrikscha fährt auch noch. Geisterrikscha fährt auch noch. Also alle nochmal schön fahren dieses Jahr. Nächstes Jahr könnte sie schon wieder weg sein. Das Phantasialand kündigt sowas nicht an, wenn Attraktionen geschlossen werden. Jede Fahrt so genießen, als ob es die letzte auf der Attraktion ist. Willkommen im Themenbereich Deep in Africa. Wir gehen erstmal nicht da lang, sondern wir gehen die Wewe Road oder Wewe Road oder keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird. Wird auf jeden Fall WW geschrieben. Ja, der ist relativ neu, der Durchgang hier, letztes Jahr eröffnet. Ich finde wieder sehr immersiv. Schön, dass ich immersiv sage, aber das Wort beschreibt es einfach am besten. Man taucht richtig hier in die Themenwelt ein, so richtig abgeschlossen und sieht nichts mehr anderes. Hier ist noch ein Stand, wo ihr dann noch Cola kaufen könnt, Windhoek-Lagerbier. Und es soll hier auch Früchte, also Bananen, Äpfel geben. Das gab es auf jeden Fall letztes Mal. Und überall habt ihr so schöne Ausblicke hier auf die, auch auf die Black Mamba, die hier nebenan fährt. Ah, da oben kann man eine kleine Fassade von Berlin sehen. Das muss noch geändert werden. Nee, Quatsch. Quatsch, alles Gute. Es ist wunderbar thematisiert hier. Und hier ist ein Überbleibsel aus dem Wintertraum. Das sind diese leuchtenden Tiere, die normalerweise hier im ganzen Bereich verteilt sind. Eigentlich im Sommer werden die immer wieder weggepackt. Aber hier die Antilope, ne, was ist das, keine Ahnung, die darf auf jeden Fall hier stehen bleiben. Cool. Was ich sagen wollte gerade, hier gibt es überall so kleine Häuschen, wo ihr Ausblicke auf die Achterbahn Black Mamba, den B&M, ja, Inverter heißt es. Da kommt sie. Es ist nicht nur zwei, es sind gleich drei. Hier steht auch noch einer auf der anderen Seite. Mal sehen, wie viel wir noch entdecken von denen. So, der nächste Drache, Kroka. Da ist Kroka, der Partydrache. Der ist der beste von allen. Ist das neu hier, diese Bilder? Mir dünkt es, dass ich die letzte Saison noch nicht gesehen habe. Weiß es aber nicht. Es sind immer so Details, die auf einmal da sind, wo man sie gar nicht so richtig bemerkt. Ja, kann es sein, kann aber auch nicht sein. So, hier ist ein Shop. Also hier könnt ihr nichts Echtes kaufen. Das ist ja alles nur Fake, ne? Und merkt euch mal diesen Namen hier, Mopti. Da kommt nachher noch was zu, was Neues hier. House of Books. Ich habe immer das Gefühl, es kommen ja wieder neue Schilder auch hinzu hier. Ja, hier sind immer so Kleinigkeiten, ne? Ah, stand der Tisch da auch immer schon drin? Schön. Hier kann man telefonieren. Und hier ist irgendwie, da war mal eine Tür zu dem Shop, der ist zu. Hier sind überall neue Schilder, die ganzen Sachen haben ja auch Namen bekommen. Da ist der Baobab Snack, da ist Cooler Central, alle Straßennamen bekommen. Und ich glaube hier, das Schild bei der Black Mamba ist auch neu. Gerade 15 Minuten Wartezeit, das ist ja human. Und hier gehen wir mal kurz durch den Shop. Gucken uns einmal um hier. Ja, jede Menge Plüschtiere könnt ihr hier kaufen. Es gibt auch T-Shirts hier natürlich. Da hinten gibt es noch mehr in der Ecke. Ja. In diesem Shop sind wir irgendwie meistens gar nicht. Aber ich wollte mit euch mal durchgegangen sein. Aber ganz ehrlich, also es ist einfach so liebevoll thematisiert. Der Anstellgang, der ist auch neu hier.
Ja, ja, das war vorher mal ein Durcheinander hier. Das haben sie jetzt neu gemacht. Da vorne könnt ihr euch anstellen. Man geht ja wahrscheinlich am Ende hier durch und könnt bestellen. Ja, cool. Ich filme euch mal die Karte ab, dann wisst ihr auch, was es hier zu essen gibt. Und die Preise dazu. Ich glaube, auch hier läuft neue Musik. Hat die Alex, glaube ich, gesagt, neulich. Hier sollte mal oben eine Bar drüber sein. Die wurde bis jetzt noch nicht realisiert. Vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal. Man kennt ja das Phantasialand. Irgendwann macht sowas da noch auf. So, wir kommen jetzt weiter hier durch Afrika. Deep in Afrika. Und die Djembe-Dancer sind da. Und hier ist jetzt die neue kleine Attraktion. Mopti's Monkey Tree oder so ähnlich. Ich muss den Namen gleich nochmal richtig rausfinden. Auf jeden Fall ein Mopti, was da vorhin auch stand. Ja, ist für Kinder so ein kleines Kletterding. Haben sie auch schön hier in die Ecke integriert. Ist gerade ein wenig laut, ich weiß. Ja. Sehr, sehr cool. Dafür Erwachsene eher nicht zu gebrauchen. Und das Tor ist auch neu hier, sieht man Afrika, das war letztes Jahr auch noch nicht. Haben sie mal eben schnell noch ein kleines Türchen hingebaut, wo man hier die Türen zumachen kann. Ah, cool, hat man wenigstens richtig schönen Eingang von der Seite bekommen, weil man sonst nur das Tor da hinten, jetzt ging man so plötzlich über von Mexiko nach Afrika hier, Deep in Afrika. Und da fährt die Colorado. Die gehört aber nicht zu Deep in Afrika, sondern die gehört zum Mexiko-Themenbereich. Und es gibt hier auch eine Show im Silverado Theater, Battle of the Best. Hier einmal heute um 13.45 Uhr und um 16.15 Uhr. Am Wochenende finden die Shows alle hier dreimal am Tag statt. Unter der Woche zweimal. Und die Colorado hat hier endlich mal von der Seite aus einen vernünftigen Eingang bekommen. Weil hier stand sonst nie was. Man musste mal raten, wie man hier durchkommt. Jetzt ist hier prominent ein Eingangsschild. Aber ist schon seit dem Wintertraum so. Nicht erst seit dieser Saison. Ja. Genau, und hier ist der Eingang auch zum Silverado Theater. Wir sind jetzt raus aus dem Themenbereich Deep in Africa. Ja, den Boden haben, was ich noch erwähnen wollte, den Boden haben sie auch neu gemacht da, ja. In der Offseason. Der ist jetzt wieder tipptopp und nicht mehr so marode, wie er dann noch zu den letzten Zeiten war. Aber das heißt marode, er sah nicht mehr so gut aus. Ja, unser Plan ist es jetzt hier einmal durch China oder, naja, Asien ist ja mittlerweile. Oder heißt es noch China? Ich glaube, es ist noch China, ne? Frag mich nicht, ich habe schon lange nicht mehr hier im Park dran geguckt. Da oben ist der Buddha. Ja. Und noch eine kleine Sache. Viele haben ja gerätselt, was hier, ich sage euch das. Der Monitor war die ganze Zeit immer aus. Da steht jetzt einfach nur Eingang Colorado. Ja. Mehr steht da nicht. Alex sagt, der Bereich ist Chinatown. Genau, so ist richtig. Und unser Plan ist es jetzt hier nach Klukan zu gehen. An unsere heißgeliebte Humpenbude und dort erstmal eine kleine Erfrischung zu uns zu nehmen. Ja, Alex? Boah, das wäre ja mal echt ein Skandal, ja. Wenn die in der Offseason einmal weg wäre. Die Humpen, auf einmal. Die Humpenbude. Eingerissen, abgerissen, gibt es nicht mehr. Dann gehe ich nicht mal in diesen Park. Nee, also. Quatsch. Wird nicht passieren so schnell. Das ist eine gute Einnahmequelle nämlich für den Park. Okay, wir gehen nach Klukam auf den Marktplatz und da an die Huppenbude und trinken was. Ja, Überquest hat auch auf. Ich labe heute Peter überall rein. Macht nichts, alles gut. Das Rafting hier, wo vielleicht mal irgendwann der neue Eingang hier hinkommen soll, da steht auf jeden Fall Riverquest oben drüber. Ja. Aber schon eine ganze Weile. Das ist schon ein paar Jahre so. Jedes Jahr sagen sie, China wird umgebaut und dann geht hier der Eingang. Mal sehen, wann das passieren wird. Ich bin gespannt. Hier gibt es keine neue Musik. Nee, in Klukam ist immer noch die gleiche schöne Musik. Falls ihr wissen wir, ab wann die Humpenbude aufhat, die macht um 11:30 meistens auf. Aber ohne Gewähr diese Auskunft. Zum Wohle.
Und wir haben uns jetzt lecker an der Huppenbude erfrischt, haben noch sehr liebe Leute kennengelernt. Oh ja, ganz viele. Grüße an euch, an die Josie, an den Max, an den Lars. Ja. Und seinen Papa, wo ich den Namen leider gerade nicht weiß. Nee. Aber wir sehen uns ja wahrscheinlich nachher noch in der Bar. Oder wir haben uns in der Bar dann jetzt schon gesehen, weil das Video seht ihr ja später. Richtig. Und wir wollen jetzt was essen gehen, weil nach dem Bierchen macht Hunger. Und es gibt ja hier so neue Snackstände, wo es auch leckere Nudeln gibt. Ich will das Curryhähnchen. Alex möchte das Curryhähnchen essen. Und wir gehen jetzt mal hier hin im Chinatown und versuchen, was zu essen zu kriegen. Ja. Und wir haben uns beim China-Snack jetzt was zu essen geholt. Ich habe hier gebackene Nudeltaschen mit Huhn drin. Und Alex hat das Hähnchen-Curry. Was machst du da? Ein Foto? Ja, das lassen wir uns erstmal schmecken jetzt. So, erstmal ein kleines Fazit, wie das Essen geschmeckt hat. Ich hatte ja die gebackenen Nudeltaschen mit Huhn. Ja, das waren so 6 kleine Nudeltaschen. So ein Pöttchen dickflüssige Sojasauce, die wirklich sehr intensiv war und lecker war. Also das ist so ein, also das ist kein Hauptgericht, das ist ein Zwischensnack. Also da wird man nicht richtig satt von. Aber ist lecker gewesen und würde ich nochmal essen auf jeden Fall. Und jetzt sagt euch mal die Alex, wie ihr Hähnchencurry geschmeckt hat. Sehr lecker und würzig, hat mir sehr, sehr gut geschmeckt, mit frischem Gemüse, aber man hat halt nur eine Gabel und die Gabel mit den Nudeln, das ist so eine Art Bandnudelmäßig, die flutschen ganz schön durch die Gegend. Bisschen schwierig, aber mega lecker. Aber ja. War gut. Ja. Ja, aber gibt's nicht. Nein, aber gibt's nicht. Ja, nach dem Essen ist die Lust auf eine kleine Achterbahnfahrt gestiegen. Und da wir ja hier in der Nähe sind von der Colorado, von dem Vekoma Mine Train, der hier die nur 5 Minuten Wartezeit hat, schon lange ihre Runden dreht hier und eine der besten Mine Trains der Welt ist, würde ich sagen. Stimmt, da steht gerade waren es noch 10, es sind nur 5 Minuten. Ich glaube, wir können eine Runde mit der Colorado fahren, oder? Ja, und danach gehe ich auf Toilette. Danach geht Alex auf Toilette. Und wir hatten die Überlegung, dann uns bei Taron anzustellen, weil der hat auch nur. Der Bock hat auch nur 20 Minuten. Peter in seinem jugendlichen Leichtsinn. Will sich 20 Minuten bei Taron anstellen. Ich glaube, morgen wird es nicht besser. Das schauen wir dann gleich im Vlog, ne? Genau, ob das wirklich passiert. Ob wir es wirklich anstellen. Aber hier die Colorado hat wirklich nur 5 Minuten. Eine Runde Colorado gefahren. Ike hat mehr Wartezeiten als Taron. Ja, das stimmt. Und wir waren gerade, ich möchte kurz einmal einen Hinweis geben an diejenigen, die sich auf dem Klo nicht die Hände waschen, nachdem sie drauf waren. Oh. Kinders, das geht nicht. Es ist doch nicht so schlimm, einfach mal sich da eine Minute hinzustellen, sich ordentlich die Hände zu waschen. Ja. Wo ist denn das Problem? Es ist eklig. Ihr packt dann irgendwelche Sachen an, wo andere Leute dran fassen. Nee, geht gar nicht, sorry. So, jetzt genug gehatet hier. Jetzt gehen wir eine Runde, Taron fahren, oder? Ja. Ja, machen wir. Ich freue mich schon richtig drauf. Wir stellen uns tatsächlich an. Ja, 20. Es sind ja nur 20 Minuten. Ich weiß nicht, ob der Peter sich bewusst ist, dass es viel gerade auf ist. Ja. Wo ich da anstehe, ist mir auch egal. 20 Minuten sind 20 Minuten. Aber auch im Viehgatter von Taron. Es geht immer voran. Es geht immer recht zügig. Man steht nicht auf einer Stelle. Das finde ich am schlimmsten, wenn man halt immer steht, kurz geht, steht. Dann lieber so ein paar Minuten halt. Ja, genau. Und wir gehen mal versuchen mal jetzt hier durch die Leute durchzukommen. So, bis gleich. Treppe. Ich finde auch die Anzeigetafel da oben immer gut. Da steht einfach nur 20. Nicht Minuten, nix, einfach nur 20. Aber jeder weiß natürlich, was gemeint ist, aber ich finde es trotzdem lustig irgendwie. Ja, und wir gehen jetzt hier rein. Da unten launcht gleich. Ich freue mich. Und jetzt nochmal von hier unten. Die neue Wand, die hier gebaut wird. So, wir stehen jetzt hier bei Taron. 4. Reihe fahren wir jetzt. Wie immer, leider keine Aufnahme erlaubt. Ja, wie gesagt, Chiapas fährt leider immer noch nicht. Ich vermute mal, dass das wegen der Baustelle da ist.
da ist ja so eine provisorische Brücke drüber und wahrscheinlich dürfen sie da nicht fahren. Ja, wir sind jetzt gerade Tarum gefahren, 20 Minuten, also die erweiterte Warteschlange war gar nicht auf. Ich glaube, es war weniger als 20. Ging super schnell und immer wieder eine schöne Fahrt, Tarum. Tolle Bahn. Und ja, wir haben uns jetzt hier nach Mexiko verzogen. Wie gesagt, Chiapas fährt nicht, aber die Alex hat sich noch was zu essen gegönnt. Was hast Nachos du denn da? Mit Salsa. Hast du noch nie gegessen hier, ne? Das habe ich hier noch nie gegessen. Ja, weil da drüben sind ja Stände. Da gibt es auch Hot Dogs, glaube ich. Ne? Hm, habe ich auch noch nie gegessen hier. Und weiter da hinten gibt es auch noch die Focaccia. Also die habe ich schon gegessen. Die Art Pizza hier, nur halt. Warum heißt das eigentlich Focaccia? Weil der Teig so dick ist, ne? Ja, genau. Ja, der Teig ist dicker. Und kalt ist er, wenn man es meistens. Und gegenüber von dem Hotdog und von der Salsa gibt es ein ganz leckeres Bierchen. Ja, genau. Der Standard im Sommer wieder auf. Es gibt das Corona-Extra-Bier hier. Oh. Also ihr Lieben, auf euer Wohl. Alex, wie waren denn die Nachos? Sehr gut. Ja, und lustig waren sie auch anscheinend. Es war ein sehr guter Aperitif. Ja, wir gehen jetzt in den Themenbereich Rock. Und essen ein Baguette. Genau, wir haben noch ein bisschen Hunger. Ja. Weil heute Abend gehen wir nicht ins Buffet, deswegen müssen wir jetzt uns durchfuttern hier. Genau. Wir sind ja im Hotel und da geht es dann bestimmt noch in die Bar nachher. Da müssen wir vorher noch was essen, klar. Und hier gibt es übrigens neue Baguettes und neue Leckereien in, was ist hier denn bei hier? Lillys Café. Lillys Café. Da gibt es neue Baguettes, filme ich euch morgen mal, weil das ist gerade ein bisschen schlecht hier. Und wir gehen jetzt mal rüber nach Ruckburg zum Kohleschipper, zu dem Sandwich-Stand. Und da gibt es dann lecker was zu futtern. Das ist immer wieder ein geiles Gefühl, wenn man hier durch den Tunnel kommt und dann in Ruckburg rauskommt. Dieser Steampunk-Fantasy-Geschichte hier. Irgendwie immer wieder ein geiler Blick. Und da hinten ist der Kohleschipper, der Sandwich-Stand, weiter geradeaus. Und ja, Alex, was wolltest du noch mal essen für ein Sandwich? Ham and Egg oder sowas. Alex, Ham and Egg, also Schinken und Eier. Und ich wollte mal das mit Schwein und Senf probieren. Obwohl, ich kenne das schon, das war auch sehr lecker. Aber die Dinger sind so sauschwierig zu essen. Da tropft es aus allen Ecken raus. Mal schauen. Fly 30 Minuten, also heute ist echt nicht viel los. Also der Freitag hier ist echt entspannt, obwohl Ferien sind Schulferien. Normalerweise ist es immer voller. Aber wir wollen uns mal nicht beschweren, ne? Also es ist schon okay. Guckt euch diese geilen Fassaden hier an. Und immer wieder gut, der Truck. Und da ist der Kohleschipper, nichts los, perfekt. Und ich zeige immer die Karte. Alex nimmt das Ham and Egg für 9,20 Euro. Egg and Cheese gibt es auch noch. Ich werde hier das Pork and Mustard nehmen. Und es gibt noch Chicken and Craft. Es gab früher noch mal Lachs, aber das haben sie schon seit 2-3 Jahren aus dem Programm. Hat sich wohl nicht so, Lachs hat sich wohl nicht durchgesetzt hier. Ja, hier werden jetzt unsere Sandwiches frisch gemacht. Ich hatte, wie gesagt, Pork and Mustard. Und die Alex hatte Ham and Egg. Und wie ihr seht, es wird alles sehr frisch gemacht und schmeckt auch sehr gut hier. So, wir haben unsere Sandwiches jetzt bekommen. Ich habe Pork and Mustard, also Schwein und Senf. Und Alex hat Ham and Egg. Ja. Ja. Lass uns das mal schmecken bei geiler Kulisse hier. Und da drüben stehen der Josie und der Max. Sehen sie wahrscheinlich erst im Video, dass sie da im Video sind. Alex, wie hat das Sandwich geschmeckt? Es war sehr lecker, aber kennt ihr das, wenn die Augen oder der Magen größer sind? Ne, die Augen sind größer als der Magen, oder ist das so? Augen sind größer als der, ja, irgendwie so ein Spruch gibt es doch da, genau. Ja, auf jeden Fall hatte ich mehr Appetit und mehr Hunger, als ich dachte. Und das stopft halt ganz schön. Ja. Und ich möchte ja noch Churros. Alex, also noch, musste ich halt aufhören. Müssen wir noch Churros nachher essen, ja. Also hier in Ruckburg ist man relativ laut, wenn man hier steht. Musik läuft hinter uns, da fährt Fly. Aber ist auf jeden Fall ein cooler Platz hier, wenn man was essen und trinken will. Ja. Nachdem wir jetzt hier lecker gegessen haben beim Kohleschipper, gehen wir jetzt wieder weiter rüber Richtung Berlin, Hauptbereich. Da treffen wir gleich noch einen guten Freund, quatscht ein bisschen
Und dann ist der Plan danach, Churros zu essen. Nachtisch. Nachtisch, genau. Wir brauchen ja noch ein bisschen Nahrung für die Bar nachher. Dann nehme ich natürlich auch nachher noch mit in die Bar. Aber erstmal gehen wir jetzt rüber, quatschen ein bisschen mit unserem Kumpel und dann sehen wir uns bei den Churros wieder. So, wir haben uns jetzt umentschieden. Wir sind jetzt bei Lillys Café und probieren gleich mal so einen Haselnuss-Swirl aus, der mit Bueno, also wo Kinder-Bueno-Creme gefüllt ist. Bin sehr gespannt. Churros machen wir dann morgen einfach, weil beides schaffen wir nicht. So, wir haben uns jetzt hier diesen Haselnuss-Swirl geholt. Aber erstmal geht es jetzt ins Hotel. Ja. Unser Zimmer. Also eingecheckt sind wir doch schon. Karte holen, Klamotten aufs Zimmer. Und dann wird das hier genossen. Genau, gehen wir runter in die Hotelbar und essen dieses Swirl noch lecker. Aber erstmal müssen wir das Zimmer beziehen jetzt. Zeigen wir euch gleich noch kurz das Zimmer. Ein kleiner Mini-Rundgang. Aber erstmal ab zum Hotel, Koffer holen und aufs Zimmer. So, wir haben unsere Koffer geholt und stehen jetzt vor unserer Tür hier. Zimmer 259, recht weit hinten, direkt über dem Pool, glaube ich. Ja, dann gehen wir hier rein. Die Keycard habt ihr hier. Und das ist das Zimmer. Direkt am Eingang habt ihr hier einen Schrank, wo ihr Sachen aufhängen könnt. Allerdings, es gibt kein Safe in den Zimmern hier. Da sitzt die Alex und trinkt ein Glas Wasser. Die Alex hat gerade lecker Baguette gegessen und meint, sie müsste jetzt eine Flasche Wasser exen. Alex hat Durst. Ich zeige euch erstmal kurz das Badezimmer. Ja. Wir haben hier die Kategorie Superior gebucht. Obwohl die Zimmer eigentlich fast immer alle gleich aussehen, hat das Superior-Zimmer dann doch eine Besonderheit, weil die ganzen anderen Zimmer haben immer noch ein Doppelstockbett hier an der Seite eigentlich stehen, aber das gibt's hier nicht. Hier, das Superior-Zimmer hat noch eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher, Snacks, es gibt Kaffee, Tee und es gibt eine Minibar, wo die Getränke mit im Zimmerpreis inkludiert sind. Könnt ihr also alles austrinken. Ja, wie gesagt, ein paar Snacks habt ihr auch noch, auch mit dem Preis drin. Wenn ihr zu zweit seid, könnt ihr halt dieses Zimmer hier nehmen. Ja, hier ist das Bett, das ist sehr bequem. Da schlafen wir immer sehr gern drauf. Und wir haben hier auch noch einen Obstteller bekommen. Ich weiß nicht, ob wir den bekommen haben, weil wir jetzt mittlerweile so einen kleinen Status vielleicht hier haben oder ob das beim Superior-Zimmer dazugehört. Ich bin nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Nee. Ja, hier ist noch so eine kleine Sitzbank vor dem Fenster. Einmal die Sicht von hier aus. Und wir werfen mal kurz einen Blick aus dem Fenster, dann wisst ihr, wo wir hier im Hotel sind. Ja, da unten ist der Pool. Ich hatte ja gesagt, wir sind über dem Pool. Ganz da hinten ist die Lobby. Und hier ist das Restaurant Bamboo, wo ihr ein schönes asiatisches Buffet essen könnt oder zu euch nehmen könnt. Ja, sehr schön. Zimmer gefällt uns. Ich glaube, wir waren sogar in dem Zimmer schon mal hier. Kommt mir sehr bekannt vor. Und wir werden dann gleich irgendwann weiter runter in die Bar gehen. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, wir gehen jetzt runter in die Lee River Bar erstmal. Mhm. Die Dragon Bar macht erst um 20 Uhr auf. Die Dragon Bar ist die oben im vierten Stock. Die liebe Melli arbeitete heute. Wie hat dir denn das Swirl geschmeckt? Das wollte ich dich gerade auch noch fragen als nächstes. Wir haben jetzt gerade mal wir hatten ja zwei Swirls gekauft, Haselnuss-Swirls. Jetzt haben wir mal einen. Wie leichtsinnig. Wir haben uns einen geteilt. Und da ist wirklich so eine Kinder-Bueno-Creme irgendwie drin. Und mega viel Schokolade und Haselnuss. Und das ist eine pure Zuckerfettbombe. Das war schon der kleinere, ne? Ja. Ich glaube, diesen Riesentaler, den kann man doch zu zweit kaum schaffen, glaube ich. Also alleine, also zweit ging das Ding jetzt halbwegs zu essen. Also das Ding ist mega lecker. Aber es ist eine gute Grundlage für ein Bierchen jetzt gleich. Oder was? Wein, Cocktail, was immer du haben willst. Ich bin so voll. Nee, war echt mega lecker, aber es ist echt eine ganz schöne Bombe. Aber wir sehen uns dann gleich erstmal unten in der Lee River Bar wieder. Nicht sättigendes brauche ich jetzt. Alex braucht was nicht sättigendes, also etwas Fruchtiges mit viel Wasser. Da wir ja gerade noch gut gegessen haben, nehmen wir natürlich die Treppen. Hier in dem schönen Treppenhaus vom Hotel Ling Bao. Das führte mich direkt auch zur Bar, weil der Eingang ist direkt hier zwischen den beiden Treppen.
immer so schön ruhig, gerade hier noch und Musik läuft, so entspannte. Ich hoffe, dass in der Bahn noch nicht so voll ist, weil wir haben es jetzt kurz vor Parkschluss, 5 Minuten. Wenn dann die Leute dann alle hier reinströmen, wird die Bar auch gern schnell mal voll. Und hier ist die schöne Lobby mit dem schönen, naja, Bonsai kann man das schon nicht mal nennen, aber mit dem schönen Bäumchen hier in der Mitte. Und hier ist der Eingang zu Le River Bar. Und wir haben jetzt hier unten in der Bar Platz genommen, haben uns was bestellt. Alex hat einen Hugo Spritz. Ich habe mein übliches Weizenbier, was ich mal sehr gern trinke. Noch hat man hier unten sehr, sehr viel Platz in der Bar, aber der Park hat gerade erst auch zugemacht vor 5 Minuten. Die Leute kommen so langsam hier rein. Aber essen. Ja, die Ersten gehen auch essen natürlich. Da hinten ist der Kamin. Da sitzt auch noch keiner. Da hinten ist die Bar. Ja, ich finde das immer sehr ein schöner Platz. Und hier ist die Brücke, die rüber in die Lobby geht. Ja, irgendwie sehr cool gestaltet. Ja, und nachher wollen wir dann noch hoch in die Dragon Bar. Mal schauen, wie es da dann aussieht. So, wir haben jetzt unten noch in der Le River Bar ein paar Getränke zu uns genommen und sind jetzt hoch in die Dragon Bar gefahren. War witzig, da war ein Pärchen hinter uns, kam uns entgegen und fragte dann eine der Mitarbeiterinnen, wo ist denn hier die Dragon Bar? Und wir gesagt, die sollen uns folgen. Die sollen uns einfach nur folgen. Wir gehen gerade dahin, weil die sind genau in die gegensätzte Richtung gegangen. Und so, ja, ist auch ein bisschen schwer zu finden, wenn man es nicht weiß. Ist das auch wie ein Schild unten an dem Aufzug? Steht auch kein Schild am Aufzug mehr. Es ist der, ihr seid in der Lobby, geht dann hinten durch, der erste, zweite Aufzug ist es dann. Ja, der große. Also der hier. Und wir gehen jetzt erstmal in die Dragon Bar. Und wir sitzen jetzt hier an der Theke bei der lieben Melli und haben uns was zu trinken bestellt. Ich habe nochmal Weizenbier, ich bin der Freund davon. Und Alex hat sich einen Rosato Bella. Ja. Rosato Bella, ne? Ja. Ohne Früchte, weil viele mixen da immer irgendwas rein mit so kleinen Johannisbeeren, die verstopfen den Strohhalm immer. Aber hier ist eine schöne Erdbeere drauf. Zum Wohle, ihr Lieben. Alex, hatten wir jetzt Spaß hier? Oh, wir hätten noch einen sehr, sehr schönen Abend in der Dragon Bar. Liebe Grüße an Lars und seinen Vater, genau. Patrick. An Patrick. Ja. Danke, da war echt cooles Erlebnis, haben wir schon mit euch zu reden. Absolut. Und wir gehen jetzt aber auch ins Bettchen, glaube ich. Oh ja, ich bin müde. Ja. Das ist unsere Etage. Da. Ja, wir haben es mittlerweile, glaube ich, fast 11 Uhr. So viel los ist es gerade auch nicht mehr hier. Nee. Nee, es geht so, ne? Ja, aber das Video ist ja nicht vorbei. Ihr wisst das, ne? Multivlog. Wir sind morgen auch noch im Phantasialand. Und morgen geht's weiter. Morgen geht's weiter. Also, für uns, wir schlafen jetzt. Und für wir schlafen euch jetzt. Bis gleich. Und vielleicht eine Sekunde. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Gerade noch in der Bar gewesen. Haben euch ja noch kurz verabschiedet. Und jetzt geht's den zweiten Tag hier. Wird ein relativ kurzer Tag im Park heute werden. Genau, weil wir müssen uns nämlich noch fertig machen. Für Fantissima nachher, der Dinnershow hier im Phantasialand. Da wir treffen uns dann nämlich schon mit Freunden um 17 Uhr an der Bar. Genau, da müssen wir uns ja vorher fertig machen. Ich denke mal so 15 Uhr oder so gehen wir bestimmt aus dem Park. Ja, ne? Ja. Weil ich verschätze mich da immer leicht. Aber wir keine Hektik nachher haben beim Umziehen dann. Ne? Ja, unser erster Plan ist es jetzt, eine Runde Maus zu Schokolade zu fahren. Genau. Und ein bisschen uns zu battlen hier in diesem epischen Duell gegen die Mäuse. Mal sehen, wer gewinnt. Ich weiß, wer gewinnt, aber wer das ist, ihr seht ihr dann. Das ist teilweise sehr knapp. Ja, also wir gehen jetzt zu Maus und Schokolade und schießen auf ein paar Mäuse. Und wir gehen uns jetzt die Show Nobis angucken. Gespannt. Darf man leider nichts filmen bei. Ja, jetzt haben wir zwei schöne Sachen gemacht. Einmal Maus und Schokolade sind wir gefahren. Die Alex hat mich knallhart abgezogen. Ich hatte gar knapp 200.000 Punkte und Alex hatte 330.000. Ja, neuer Rekord für dich, ne? Ja, absolut. Ich weiß zwar nicht, wo ich die Punkte her habe, aber ich habe sie geholt. Ja. Das ist die Hauptsache. Und dann waren wir gerade noch bei Nobis, der Show im Wintergarten. Ja, ich fand die Show gut. Hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich muss sagen, Joelles Stimme, also Joelle ist die Sängerin. Die wird von jedes richtig Jahr gut. Wird die besser. Richtig wirklich, gut. Richtig cool. Richtig klassische Stimme, also wirklich tolle Stimme hat die Joelle. Wer Joelle nicht kennt, das ist die Tochter vom Chef, vom Phantasialand. Genau. Aber die macht das wirklich sehr gut. Und die hat den Job auch nur nicht bekommen.
Nur weil sie Tochter ist, sondern weil sie kann. Nee, auch, weil sie es halt kann. Sie kann es halt wirklich. Absolut. Nee, also das hat. Ja, und wir drängen stehen uns Leute jetzt, im Weg. Wir drängen uns jetzt durch die Menschen durch hier und wollen jetzt erstmal uns erfrischen gehen. Genau, für April haben wir super traumhaft. Ja, es hat 25 Grad, das ist echt geil. Okay, bis später. Haben uns jetzt ein bisschen erfrischt, wollen jetzt gleich mal was essen gehen und ich wollte euch noch mal kurz hier. Hier ist nämlich offen, gestern war es noch abgesperrt. Hier kann man jetzt mal gucken, was hier unten so gebaut wird bei Chiapas. Also ich wette mit euch, dass Chiapas immer noch nicht fährt, weil hier diese Baustelle drüber geht. Da ist ja so eine provisorische Brücke gebaut. Und deswegen fährt Chiapas nicht. Ich hoffe, dass das bald dann fertig ist, weil es ist natürlich ein bisschen blöd, wenn die Bahn nicht fährt. Gerade heute wäre es geil bei dem Wetter. Unsere Vermutung ist einfach, dass hier eine Treppe von da oben hier runter gebaut wird. Aber wir wissen es nicht genau. Ist so die Vermutung einfach. Und hier wird auch gebaut. Wird die Fassade neu gestaltet. Wahrscheinlich in einer Felsenoptik auch. Mal schauen. Und hier sind Hack und Buddel, die Baumeister hier. So, und wir gehen jetzt erstmal rüber ins Cocorico Tapas essen. Der Alex ist gerade was aufgefallen. Hier fährt der Taron. Und da ist ja die erweiterte Warteschlange hinter. Die haben die Wand weggemacht von der erweiterten Warteschlange und haben hier eine Absperrung gemacht. Was planen die denn hier zwischen der Taron-Schlange und hier? Bin gespannt, was die da machen. Aber wie gesagt, da ist die Schlange und da ist die Wand weg. Wollen wir mal schauen. Und hier ist das Cocorico und wir gehen jetzt leckere Tapas essen hier. So, jetzt haben wir Platz genommen im Cocorico hier. Hier innen drin, draußen hätte man vielleicht auch sitzen können, aber es ist entspannter hier drin zu sitzen. Und ja. Jeder hat ein Corona-Bierchen bestellt und Essen kommt auch gleich. Prost, Alex. Und unser Essen ist gekommen. Lachs, Fleischbällchen, Serrano-Schinken. Alex hat sogar zweimal den Serrano-Schinken, Fleischbällchen und die Kartoffeltortillas. Guten Appetit. Danke. Ja, haben gerade noch schnell noch ein Eis auch noch gegessen. Und jetzt sitzen wir schon hier in der Hotelbar, draußen im schönen Hotelgarten vom Lingbao. Und trinken uns gleich noch was, bevor wir uns dann langsam mal umziehen für Fantissima. Ja, ihr Lieben, gerade noch unten noch in der Bar. Jetzt sind wir schon wieder hier auf dem Zimmer und der nächste Tag ist angebrochen. Wir waren gestern Abend noch bei Fantissima. Eine unglaublich tolle Show mit super tollen Künstlern. Wir haben ein paar Freunde dabei gehabt, wir haben einen klasse Abend gehabt. Mhm. Und schön. Sehr wiederholenswert. Ja, jetzt müssen wir leider schon abreisen hier. Aber es war wieder ein schöner Aufenthalt im Phantasialand. Ich hoffe, das Video hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Konnten euch ein paar Sachen zeigen, die gerade so im Phantasialand gebaut werden. Oder was Neues da war. Und ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder im neuen Video. Also macht's gut und viel Spaß noch auf YouTube, ihr Lieben. Ciao, ciao.